Das war teilweise natürlich ein komischer Vogel. Ja, du wünschst dich als Sportler auch, dass du Spiele entscheidest. Ja, klar. Ronaldo macht das jede Woche, aber für mich war das nicht jede Woche. Davor hast du all die Trainingseinheiten gemacht. Davor bist du als 15-Jähriger nicht auf die Party gegangen. Diese Zeit in Leverkusen, ihr hattet natürlich auch einen sehr besonderen Trainer, muss man sagen. Christoph Daum kam in dem Jahr, wo du auch kamst, yeah, und hat diese Ära auch sehr geprägt als Trainer. Jens Nowotny hat einfach nur gesagt, der Beste. Ja, wirst du das auch so sehen? War das so ein besonderer Trainer? Ich denke schon, wenn du sag mal, Anfang Juli anfängst und du weißt, du hast bis Mitte August, du hast 6 Wochen, du bekommst 12 oder 14 neue Spieler, du bist ein neues Trainerteam und du baust was auf und du wirst dann das Jahr Zweiter. Dann hast du als Trainer sehr viel richtig gemacht. Und ich glaube, dass er es verstanden hat, um nicht die beste Elf spielen zu lassen, sondern die Elf, die am besten zusammenspielen. Mhm. Die Mischung war oft sehr gut. Und das macht die Qualität aus von einem Coach, der Entscheidungen trifft. Wem lasse ich jetzt spielen in dieses Spiel, um das Maximal aus der Mannschaft rauszuholen? Und ja, ich denke schon, dass ich am Ende sagen kann, dass Christoph Daum auch für mich der beste Trainer ist, den ich gehabt habe. Gérard Houllier bei Liverpool, wo ich später noch komme, hatte das auch. Aber ich glaube, mit Daum war es noch mehr anwesend. Vielleicht auch, weil ich ihn gehabt habe zwischen meinem 26. und 29. Lebensjahr, wo ich in meinen Power, meine Kraft, und er auch immer wieder uns gereizt hat, um noch was Extras zu machen oder noch mal einen Schritt tiefer reinzugreifen in das, was in dir reinsteckt. Und das, ja, das ist ein Riesenlob an ihm, weil er das als Trainer sehr gut gemacht hat. Aber ich glaube, dass genauso wichtig Assistenttrainer Koch war, der zwischen die Mannschaft und ihm stand. Ja. Also das war der Schwamm. Er hat Sachen von uns durchgegeben am Trainer, aber auch manche Sachen vielleicht weggelassen. Mhm. Und er hat von dem Trainer Sachen bekommen, die er geteilt an uns weitergegeben hat. Ich glaube, dass die Mischung nicht nur war, nicht nur Daum-Mannschaft, sondern der dazwischen war auch sehr wichtig. Das kann ich mir vielleicht auch vorstellen, weil ich würde jetzt zum Beispiel auch denken, Christoph Daum hatte ja auch immer so einen sehr starren Blick so und hat einen immer so fokussiert. Und ich weiß nicht, das hätte mich schon auch dann wieder nervös gemacht. Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass da mal jemand dazwischen das war, das so ein bisschen abgefangen hat, diese Energie, die er vielleicht auch hatte. Das war teilweise natürlich auch ein komischer Vogel. Wir wussten nicht morgens früh, welcher Trainer finden wir da. Der Trainer, der, guten Morgen, hey Jungs, ich habe richtig Bock auf Training und lass uns was machen. Oder der stur an uns vorbeigelaufen ist, die Hütchen auf den Platz gelegt hat und gegen Koch gesagt hat, mach das Training. So hat Carsten Ramelow tatsächlich auch beschrieben, dass er... Also es war Wasser und Feuer, schwarz und weiß. Aber es war immer Reibung und immer... Ja, aber das war für uns natürlich auch immer wieder, du musstest wach sein. Ja, klar. Um damit umzugehen. Mhm. Aber neben der Trainergeschichte hat uns Jens Nowotny verraten, würde ich jetzt gerne wissen, ob das auch so stimmt, dass ihr in dieser Zeit 96, 97, dass ihr da so eine gute Truppe wart, dass ihr da jede Woche euch eigentlich getroffen habt, weil er hat es Party genannt. Was lief denn da so ab neben dem Platz? Was habt ihr da so gemacht? Ja, mit Jens hatten wir natürlich den Vorteil, Jens hat nicht getrunken. Ach so. Kein Schluck. Und Leverkusen ist nett, aber da gehst du nicht weg. Und was habt ihr dann gemacht? Ja, dann haben wir das Auto von Jens Nowotny genommen und sind nach Köln gefahren. Aber fast mit der ganzen Mannschaft? Öfters mit der ganzen Mannschaft oder haben uns nach dem Spiel, ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel in Gladbach, 8:2 gewonnen, einfach bei Tommy Reichenberger mal in die Wohnung getroffen. Jeder hat was mitgenommen. Da sind die Pizzas, die Kisten Bier und was stärkeres Gut für Adam Maticek. Ja, der Torwart. Der hat sich dann was Polnisches mitgenommen und dann haben wir uns mal einen Abend zusammengesetzt. Und das schweißt natürlich auch. Und wir wissen auch, dass Alkohol oder Pommes oder andere Sachen nicht immer gut sind. Aber ich glaube, nach einem 8:2-Sieg kannst du das nicht wegstecken oder weglassen. Oh ja, man muss ja auch feiern. Mein Leben ist so, knallhart arbeiten, knallhart feiern. Okay, ja. Aber dann nicht feiern alleine, sondern zusammen. Weil feiern alleine ist langweilig. Ja, das ist langweilig. Und also ihr wart ja, das soll jetzt auch nicht in so eine... Richtung gehen, dass ihr da irgendwie so eine Sauftruppe wart. Ihr wart ja super, super erfolgreich. Also ja, habt ihr ja wirklich die Bundesliga extrem aufgerollt in diesen 3 Jahren. Ja.
Und du hattest da, hast schon angesprochen, du hast da ganz viele tolle Mitspieler. Kannst du irgendeinen herausheben, wo du sagst, jo, das war der in Leverkusen, der mich am nachhaltigsten beeindruckt hat? Ja, es ist, ich denke, weil wir über das Gesamtkonstrukt sprechen, denke ich nicht, dass ich da einen rausheben soll. Ja. Weil die Mannschaft war so stark, weil wir uns alle so sehr gut ergänzt haben. Es wäre nicht gut, wenn ich jetzt hier Roberto sagen würde oder Ulf Kirsten oder Jens Novotny, weil dann das würde nicht gut sein für die anderen Jungs in die Mannschaft. Sogar die Jungs, die nicht immer gespielt haben, die haben uns immer Feuer gegeben, so dass wir wussten, oh, wenn ich ein bisschen lasse, dann, dann steht der Nächste auf dem Platz und dann spiele ich nicht. Also du brauchst alle. Also warst in Leverkusen 3 Jahre, er hatte eine super Mannschaft, ihr wart sehr erfolgreich. Ja. Du persönlich warst auch sehr, sehr erfolgreich. Und dann ging diese Zeit aber 1999 vorbei, weil dann ein ganz besonderer Club für dich auf einmal Interesse an dir hatte. Was war das für ein Gefühl, als auf einmal der FC Liverpool gesagt hat, Erik, komm zu uns? Es war sowieso für mich nicht leicht. Ich hatte mit Rainer Kallmund, dem Manager bei Leverkusen, ein Gespräch über eine Verlängerung vom Vertrag. Das hat eigentlich gestimmt. Normalerweise musst du da bleiben. Das Einzige, was noch gefehlt hat, ist, um Meister zu werden. Ja. Die Mannschaft hat gestimmt, das Stadion war immer voll. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, es war sehr familiär. Es war keine Werkstruppe. Ich glaube, dass wir das Image mit verändert haben. Dass wir aus dieser Mannschaft etwas gemacht haben, was für alle zum Anfassen nah war. Aber dann hat Gérard Houllier angerufen, Manager von Liverpool, und gefragt, do you want to play for Liverpool FC? Ja, da brauchte ich nicht so lange nachdenken. Hast du direkt zugesagt am Telefon, als er dich angerufen hat? Das wollte ich schon, aber wir mussten ja noch ein bisschen über andere Sachen sprechen. So, okay, ja. Nein, aber ich bin von Kind an Liverpool-Fan. In meiner Jugend gab es nicht so viele englische Spiele. Einmal im Jahr gab es englische Fußball, das war FA Cup Final, der war live auf holländischem Fernsehen. Und für mein Gefühl war immer eine Mannschaft im Rot und Weiß im Finale und die hieß Liverpool FC. Und wo Liverpool dann angerufen hat, ja, dann bin ich zum Flughafen in Brüssel gefahren, habe Gérard Houllier da getroffen mit meinem Berater. Und ich bin eigentlich im Auto zurück eingestiegen und habe meinem Berater gesagt, klär das. Okay, ja. Also das Herz war dann eigentlich schon, schon in Liverpool und hat sich entschieden. Das ist, glaube ich, auch nicht so schwierig. Die Art und Weise, wie ich gespielt habe, ich hatte einen sehr guten Kopfball. Ich war aggressiv, ich war ein Kämpfertyp. Ich habe eine gute Basistechnik gehabt, aber ich war nicht der Brasilianer unter die Fußballspieler. Eine gute Spielmentalität. Ich habe gedacht, ich passe genau dahin. Robbie Fowler. Michael Owen und Emil Heskey waren auch in Liverpool und ich war ein etwas anderer Typ. Das waren kleinere und ich war ein bisschen großgewachsener und ja, ich bin dahin gewechselt mit der Überzeugung, das wird ein schwerer Konkurrenzkampf, aber give it a go. Ich wollte wissen, wie weit kann ich kommen, wo liegt meine Decke. Leverkusen kannte ich. Und ich wollte einfach für mich, das war schon sehr weit oben. Ich wollte wissen, wie weit kann ich noch kommen? Und nach einem Jahr Liverpool, wo ich doch relativ viel gespielt habe, weil Owen und Fowler viel verletzt waren, bin ich im zweiten Jahr eigentlich zu weit von der ersten Mannschaft weggekommen. Und da wusste ich eigentlich, meine Konkurrenten sind besser. Und das musst du dann für dich selber zugeben können, dass das so ist. Und ich musste dann einen Schritt zurückgehen. Ich hätte da bleiben können, weil jeden Monat wurde ein schöner Betrag überwiesen und hatte einen schönen 3-Jahres-Vertrag. Aber ich wollte nicht Fußball sitzen, ich wollte Fußball spielen. Nochmal die Zeit in Liverpool, bevor du dann danach zum HSV gewechselt bist. Nochmal zurück in die Bundesliga für 2,5 Jahre bei Liverpool. Als du das erste Mal dann zum Beispiel in der Anfield Road eingelaufen bist, also hattest du dann zum Beispiel, viele Spieler sagen, sie haben wirklich Gänsehaut. Hattest du auch Gänsehaut, als du da gespielt hast? Ist es so heftig auch von der Stimmung her? Samstagnachmittag, Leeds United, erst einmal in die Stammelf.
auflaufen. Hast du auch dann dieses Schild? Gehst du schon? Gehst die Treppe runter, ich habe nicht drauf geschlagen. Okay. Gehst die Treppe runter, guckst nach rechts, da ist die Cop. Mhm. Und das You Never Walk Alone klingt. Und ich bin 1,89, ich habe mich 2,10 Meter gefühlt auf dem Platz. Ja. Und I'm gonna kick some asses, habe ich gedacht. Und ja, wir haben das Spiel auch gewonnen, 3-2. Ja, davor hast du all die Trainingseinheiten gemacht. Mhm. Davor bist du als 15-Jähriger nicht auf die Party gegangen, wo all deine Freunde hingegangen sind, sondern bist zu Hause geblieben. Mhm. Dafür. Und ja, es hat sich dann, ja, dann auch ausgezahlt. Du hast im ersten Jahr 20 Spiele gemacht für Liverpool. Mhm. Danach wurde es ein bisschen weniger. Und dann hast du ja auch den Weg dann nach Hamburg gefunden. Da warst du dann 2,5 Jahre. Warst da auch ein ganz wichtiger Spieler für den HSV. Unter anderem warst du da ganz wichtig. 2002 war es, glaube ich, das Derby am Millerntor. Mhm. Aber in Hamburg, bei uns im Stadion, meinst du das? Nein, ich meine das... Oder war das doch in Hamburg? War es bei euch im Stadion? Ich denke, das ist bei uns im Stadion. Okay, dann war es doch bei euch im Stadion. Ich meine natürlich das Spiel im Volkspark-Stadion. Das 4:0 gegen St. Pauli. Ja. Da hast du einen Doppelpack geschnürt. Das war wahrscheinlich auch ein ziemlich geiles Gefühl, oder? Wenn du gerade so jemand warst, der Stimmung so aufgesogen hat. Ja, und in so einer Stadt, ich liebe Derbys. Mhm. Liverpool, Everton, Glasgow, Celtic. Früher war es noch 1860 gegen Bayern München, da ist es weit auseinandergegangen. aber jetzt auch wieder Hertha Union. Mhm. Dafür lebt eine Stadt. Das ist Emotion pur. Das ist schon die ganze Woche oder 14 Tage vorher. Da brödelt das schon, da wird links und rechts was geschossen aufeinander. Mhm. Und dann ist das Spiel. Und ganze Familie sind da im Stadion, wo die Tochter St. Pauli ist und der Vater ist HSV. Und ja, dafür, das ist doch Fußball. Und dann, wenn du dann auch noch ein guter Tag erwischt und du als Stürmer machst du deine Tore, ja, dann wirst du solche Tage nicht so schnell vergessen. Die 2,5 Jahre in Hamburg, die waren zum Beispiel auch mit der Mannschaft dann, die letzte Saison war sehr erfolgreich, ihr seid, glaube ich, Vierter geworden. Das war dann diese Zeit mit Bernardo Romeo, glaube ich, mit Medi Madavikia, also auch so Namen, wo die HSV-Fans sich heute denken, oh mein Gott, was war das für eine schöne Zeit. Ja. Und seid dann ja auch Vierter geworden. Mhm. Dann warst du 33. Das ist auch so eine Sache, wo man, also als ich über dich recherchiert habe, ich mir gedacht, da muss er sich doch denken, ich hatte jetzt in Hamburg nochmal eine echt gute Zeit, ich bin jetzt 33. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast auch genug Geld verdient. Du hast gerade gesagt, du hast in Liverpool einen schönen Vertrag. Ja, braucht sich keine Sorgen machen. Genau. Und dann ruft Alemannia Aachen an, die in der zweiten Liga spielen. Na, eigentlich ist es anders. Ist es anders? Es wurde Strich gezogen in Hamburg. Mhm. Alles über 30 musste weg. Ach so, okay. Und ich war über 30. Also mein Haltbarkeitsdatum war überschritten. Ja. Und alles über 30 musste halt weg. Nein, ich war einer von denen. Nicht schlimm, aber ich wollte nicht weg aus Hamburg. Wir haben es fantastisch gehabt. Wir haben gerne da gewohnt. Eine geile Stadt. Auch für meine Frau, herrlich zum Leben. Eine wunderschöne Stadt. Theater, Musical, auch mal Reeperbahn, wenn du mal verrückt machen möchtest. Oder Sport, es gab Eishockey, Handball auf allerhöchstes Niveau. Ja. Jeder wollte zu Besuch in Hamburg kommen. Ja, und dann musste ich entscheiden, was mache ich? Bleibe ich jetzt hier in der Nähe? Und Jörg Schmadtke war Manager in Aachen. Und Jörg war auch der dritte Torwart, wo ich in Leverkusen war. Und wir haben immer so Kontakt gehalten. Mhm. Und der war beim Spiel gucken in Hamburg. Rodolfo Cardoso ist ein Freund von ihm. Und dann hat er gesagt, kannst du mir mal Kontakt bringen mit Erik Meyer? Und ja, so ist es eigentlich entstanden. Ich habe mir ein Spiel angeguckt am alten Tivoli. Und ich habe gedacht, ich bin wieder in England. Stimmt, ja. Es ist ein sehr enges Stadion. Altes Stadion, nur eine Seite hat ein Dach. Ja. Leute so bekloppt wie eine Holztür, die schon anderthalb Stunden vorm Spiel im Regen stehen und warten, bis die Spieler rauskommen. Bratwurst, Bier, gelb-schwarze Trikots. Ja, so habe ich gedacht, so muss Fußball sein. Und dann habe ich gesagt, okay Jörg, ich mache das für ein Jahr. Für ein Jahr. Habe dann meine Frau gesagt, mach du den Vertrag mit Jörg. Mhm. Weil Jörg hat von Anfang an gesagt, du kannst bei mir alles bekommen, nur keine Kohle. Ja. Ja, und dann haben wir uns trotzdem geeinigt.
Das war auch nicht wichtig. Ich hatte das Geld schon vorher verdient. Das brauchte ich nicht in Aachen holen. Und ich habe dann ein super und gutes Jahr gehabt mit Jörg Berger als Trainer, mit das Pokalendspiel, wo wir echt fast alle geschlagen haben am alten Tivoli. Vielleicht würde ich da mal kurz einhaken, weil ihr habt da ja... Ich gehe zu schnell. Fast all, nein, aber ich würde trotzdem ein Spiel vor dem Finale noch mal genauer beleuchten wollen. Und dazu habe ich ein Foto mitgebracht für dich. Ja. Auf diesem Foto sieht man nämlich Erik Meyer. Bela Reti sagte damals als TTF-Kommentator, so sieht ein Volksheld aus. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, ja, was das in diesem Moment passiert. Warum? Ja, ehrlich, ich überlege mich jetzt, was Willi Landgraf in dem Moment gedacht hat, wo er mich anguckt. Ja, ja. Also es sieht nicht so fröhlich aus. Ich bin... Der war bestimmt so voller Anre... Außer Sinne? Ja, es war natürlich auch ein sehr emotionaler Tag. Mein Vater war im Krankenhaus und hatte eine schwere Herzattacke gehabt. Und ich wusste eigentlich noch nicht, ob ich spielen würde. Das war das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Bayern München? Ja, genau. Und den Trainer Berger hat mir eigentlich die freie Wahl gegeben, willst du spielen, ja oder nein? Und ich habe gesagt, wenn ich hier so doch hier bin, kann ich mich nicht auf die Bank setzen, dann lass mich spielen. Dann habe ich das wenigstens aus dem Kopf raus. Ja. Ja, und dann durfte ich auch noch das 2:1 reinköpfen. Gegen Oliver Kahn. Die Bayern wurden damals das Weiße Ballett genannt. Die Michaelis war mein Gegenspieler. Ja. Aber ja, keine Chance. Er war auf die erste Etage, ich war auf der dritten. Das sind schon spezielle Momente. Ja. Stefan Blank macht ein Tor, genau. Ballack macht das 1:1 kurz vor der Halbzeit. Das war die 81. Minute, in der ihr dann das 2:1 Und dann kurz vor Ende, das Stadion war brechend voll. Es war Regen, es war kalt, es war unangenehm, vor allen Dingen für Münchner Fans. Und dann gewinnst du das Ding. Ich sag, normalerweise gewinnst du nie im Leben von Bayern München. Aber an den Abend hat alles gepasst. Auch eine starke Flanke von Frank Paulus. Frank Paulus. Ja. Also auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein emotionaler Höhepunkt mit in deiner Karriere. Ja, oder? Sicher, weil es, wie gesagt, weil es auch sehr emotional war mit meinem Vater. Und weil, ja, du wünschst dich als Sportler auch, dass du Spiele entscheidest. Ja, klar. Ronaldo macht das jede Woche, aber für mich war das nicht jede Woche. Und dann passiert sowas und ich hatte mich auch was auf der Brust geschrieben für meinen Vater, aber das ist ja abgewischt worden vom Schweiß. Und das war so ein Moment. Was hattest du denn da drauf geschrieben, wenn ich frage? Ja, für meinen Vater. Okay. Weil ich gedacht habe, wenn ich ein Tor mache, dann mache ich das für meinen Vater. Mhm. Und das ist mir dann auch gut gelungen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und danach habt ihr noch Gladbach geschlagen. Also ihr wart als Zweitligist im DFB-Pokalfinale, was es wirklich nicht so oft gibt. Ich glaube, der letzte war der MSV Duisburg, der dann 5:0 gegen Schalke verloren hat. Ja. Bei euch war es so ein bisschen knapper. Ihr habt 3:2 gegen Werder, die haben da das Double dann geholt. Also das war auch eine ganz große Mannschaft von Bremen dann 2004. Wie denkst du so über das Finale? Gute, also überwiegend der Stolz, dass ihr da wart, oder überlegt die Traurigkeit? Der Weg dahin war natürlich hart und mit tolle Spiele. Und dann gehst du nach Berlin, bist schon ein paar Tage vorher da, machst Trainingslager, was wir normalerweise in Aachen nie gemacht haben. Sind dann da rüber gefahren und du kommst ins Stadion rein zum Warmmachen und da sitzen 25.000 gelb-schwarze Idioten. Liebe Grüße an die Aachen-Fans. Ja, und die feuern die feuern dich an und feiern. Und für den war es schon ein Fest, dass sie in Berlin waren. Ja, klar. Und nebenbei gab es dann das Spiel. Mhm. Und wir sind eigentlich auch relativ locker in das Spiel gegangen. Ich glaube, dass wir dadurch auch gut gespielt haben. Mhm. Und wir bekommen eine blöde rote Karte. Ja. Dadurch hat uns der Schiedsrichter eigentlich den letzten Kraftpakt genommen. Mhm. Weil da dann gegen 10 Mann, mit 10 gegen 11 hast du keine Chance. Und dann hat, glaube ich, Borowski das 3:1 gemacht. Genau, ja. Und da wussten wir schon, ja, okay. Aber wir spielen weiter, wir spielen weiter. Stefan Blank hat für uns getroffen. Und wir haben trotzdem bis zur letzten Minute Gas gegeben. Und ich durfte dann noch in die 90. 3:2 schießen. Ah, das war schon das Maximale, was wir rausholen konnten. Und deshalb waren wir nachher auch nicht enttäuscht. Wollte gerade fragen, was habt ihr denn dann abends gemacht? Wir waren nicht enttäuscht, wir haben gefeiert. Gefeiert. Bis geht nicht mehr. Ja? Bis kein Bier mehr da war. Bis der Wein alle war. Echt, wir haben gefeiert, bis ging nicht mehr. Direkt nach dem Spiel, mit der ganzen Fankurve gefeiert. Mhm.
weil wir wussten, wir haben alles gemacht, alles gegeben dafür. Aber der Gegner war etwas besser. Die hatten Ailton, Miku. Puh, das war schon Qualität. Ja, auf jeden Fall. Und ja, Jordan Brando hat übrigens die rote Karte bekommen. Ah ja. Ja. Frechheit, dass er dafür rot bekommt. Aber gut. Ja, das war dann so quasi das, das, der Höhepunkt des ersten Jahres in Aachen. Du hast gerade gesagt, eingangs war eigentlich nur von einem Jahr die Rede. Es sind dann drei Jahre. Dann habe ich ja meine Frau wieder verlängert. Und jedes Jahr hatte ja ein ganz besonderes Highlight. Ja. Also das zweite Jahr hatte das Highlight, dass ihr dann international gespielt habt durch den DFB-Pokal. Ihr wart ja im UEFA Cup und auch da habt ihr quasi überrascht. Also ihr habt gegen, ihr habt dann zum Beispiel gegen Aalen gespielt. Also volle, also so klischeehaft zweite Liga, sage ich jetzt mal. Und dann in Athen 2-0 gewonnen. Ja. So. Das sind so. Ist ja nicht so weit von Aalen nach Athen. Nee, auch so fußballweltmäßig ist das ja so auf einem Niveau. Also ja, das war auch nicht so leicht. Wir hatten, Jörg Berger hat uns dann verlassen als Trainer und Dieter Hecking als Trainer bekommen. Ja, Vorrunde Hafnarfjörður auf Island weitergekommen. Genau. Mit einer Zweitligamannschaft in so eine Gruppenphase reingefallen. Mit Zenit St. Petersburg, mit Sevilla, AK Athen. Und OSC Lille, genau. Alles Mannschaften, die noch über Jahre hinweg Champions League gespielt haben. Und wir waren in die Gruppe drin. Damals gab es nur ein Hin- oder ein Rückspiel, genau. Nicht beides. Ja. Und wir kommen weiter. Wir kommen weiter, ja. Wir kommen weiter. Wir gewinnen zu Hause gegen Lille. Wir spielen zu Hause gegen Zenit Unschien. Wir verlieren bei Sevilla. Und dann hatten wir das letzte Spiel in Athen. Vor 40.000. Also auch so, weißt du, gerade nochmal so Aalen. Ich will jetzt aber gar nicht, es gab auch 40.000 Leute in Köln. Stimmt. Weil wir durften ja nicht in Aachen spielen. Genau. Wir hatten 40.000 Leute in Köln. Das muss doch eine ganz besondere Stimmung gewesen sein. Die A4 war voll. Mit Aachen-Fans. Mit Aachen-Fans, die alle Richtung Köln gefahren sind. Köln hat so eine Scheiß-Saison gespielt. Mhm. Die schönsten Spiele in der Stadion waren die Spiele, wo wir da gespielt haben. Alle mal in Aachen und Köln. Ja, genau. Das wären die Köln-Fans sehr gerne. Ne? Ja, das ist mir scheißegal. Aber es war so. Ja. Ein grottenschlechter Platz, da hat nirgendwo Rasen mehr gewachsen. aber wir, für uns waren das die Highlights. Mhm. Die Abende da in Köln. Und ja, wir haben das Beste draus gemacht. In dieses fantastische Trikot, das man speziell gemacht hat, von Jakohaus. Und ja, ich durfte als Kapitän dann die Truppe führen. Ja, was Schöneres gibt es da nicht, wenn du dann auch noch Erfolg hast. Ja. Ihr seid dann, glaube ich, gegen Alkmaar, also gegen Asad Alkmaar, ja. Holländischen Verein dann ausgeschieden, aber trotzdem wirklich, also eine super Geschichte einfach. Ja. Und dann im Jahr drauf hast du deine letzte Saison in Aachen gespielt, aber auch nochmal quasi mit einem super Ende. Ihr seid dann unter Dieter Hecking aufgestiegen. Ja, also der Kader wurde jedes Jahr besser. Mhm. Wo ich kam, hatte Aachen Schulden, Millionen Schulden. Durch Pokalwettbewerb, durch europäische Wettbewerb ist das Geld reingeflutscht. Und Jörg Schmadtke hat das auf eine gute Art und Weise auch eingesetzt für seine Mannschaft. Mhm. Und im dritten Jahr war die Mannschaft so gut, dass wir wussten, wir spielen für den Aufstieg mit. Die ersten zwei Jahre war das auch, aber weil wir den Rummel hatten um das Pokal oder den Rummel um das Europäisch, war das nicht gut genug. Und im dritten Jahr waren wir relativ früh aus dem Pokal raus und konnten uns fokussieren auf die Meisterschaft. Und mit Jan Schlaudraff, mit Ebbers noch mit dazu vorne, da, als mein Ersatz. Ja, sind wir dann immer besser geworden. Sergio Pinto, also das war schon ein richtig guter Christian guter Fjell Kerl. War auch da. Christian Fjell. Genau. Ja, also das war schon eine sehr gute Mannschaft, sehr viele gute junge Spieler und ein paar alte Hase, die dann Landgraf, Meier hießen oder Straub im Tor. Und wir haben die Mannschaft gut zusammengehalten. Und waren diese drei Jahre vorbei, du warst dann fast 37, also auch in einem hohen Fußballer. Hättest du die erste Liga gerne nochmal mitgenommen oder hast du dann da bewusst gesagt, hier kann es nicht mehr besser werden, ich höre jetzt glaub, auf? Ich glaube, ich hätte mich dann lächerlich gemacht. Wirklich? Ja. Wenn du gut zugehört hast, habe ich gesagt, ich musste hart trainieren, um gut zu sein. Ich gehe davon aus, du hast immer hart trainiert. Ja, aber mein Körper konnte nicht mehr. Okay. Das mitmachen, das Pensum, Samstag, Mittwoch, Samstag. Mhm. Samstag, das ist noch relativ gegangen, aber ein Mittwochspiel konnte ich nicht mehr. Mhm. Achillessehne, Knie. Und deshalb war es eine sehr weise Entscheidung, um aufzuhören. Und die Leute haben dich jetzt in Erinnerung, so wie du da warst. Ja. Und wenn du noch ein Jahr weitermachst, dann bist du der alte Sack,
wieso hat er nicht schon ein Jahr eher Schluss gemacht, Typ. Mhm. Und das wollte ich nicht. Dann war eben deine aktive Karriere dann vorbei, die dann über ja, fast 20 Jahre ging. Also so ungefähr, ja. Du warst dann wirklich lange quasi aktiver Fußballer. Danach hast du in Aachen noch als Co-Trainer ein Jahr gearbeitet unter Dieter Hecking. Und warst dann auch noch Funktionär. Ja. Hier in dem Interview wollen wir natürlich dich als Spieler eher interviewen, aber natürlich interessiert uns jetzt auf jeden Fall auch die Gegenwart. Und die Gegenwart ist ja Sky, ist Fernsehen, ist Experte für Champions League oder Premier League jetzt speziell. Und wie ist so dieser Seitenwechsel für dich gewesen? Von außen drauf schauen, jetzt fürs Fernsehen arbeiten, wo ist da der Reiz? Ja, du bist natürlich ist ja so gegangen, auch die ganze Karriere. Und ich bin eigentlich gelernter Metzger. Dann wärst du Profifußballer. Und dann ist bei 36, 37 Schluss. Aber dann hast du ja noch ein ganzes Leben. Und dann musst du für dich selber rausfinden, was passt zu mir. Mhm. Was finde ich interessant, was finde ich cool oder wo habe ich Spaß dran? Und dann musst du suchen. Deshalb bin ich Assistenttrainer gewesen, vielleicht zu früh, weil ich mit den gleichen Jungs, die ich sagen musste, dass die um die Hütchen laufen musste, war ich vor 3 Monaten mit die mit viel zu viel Bier auf in den Bierkönig auf die Tische getanzt. Das war natürlich nicht so leicht, um dann ganz schlau drauf zu sagen, schneide nicht immer ab. Dann hat der gesagt, mal, soll ich noch ein Bier holen? Ja, das war natürlich nicht so leicht. Ja, das war Assistenttrainer. Dann Marketing, das fand ich sehr gut, bis alle Stühle verkauft waren. Und da war der Reiz eigentlich da auch weg. Und Sportdirektor war das war sehr schwierig. Und eine schwierige Phase beim Club. Das war eine schwarze Seite eigentlich in meinem Buch. Das habe ich nicht gut gemacht. Und dann plötzlich habe ich ein Spiel analysiert, Dänemark-Holland in Kharkov, für das ZDF. Und haben mich gefragt, kannst du uns was sagen über die Holländer, wie sie spielen oder ein bisschen was Flair geben bei das rund um das Spiel? Habe das gemacht, anscheinend gut. Und am nächsten Tag stand auf dem Beantworter ein Anruf von Sky in Deutschland und von Fox in den Niederlanden. Mhm. Ich bin zu beide rübergefahren, einmal nach Amsterdam, mir das angehört, was sie wollten, mit der holländischen Liga. Ich sage, ja, das ist interessant, das mache ich. Und dann einmal nach München geflogen und zu Sky. Und die haben mir erklärt, ein neues Format, Champions League, mit Publikum, mit Analyse im Studio. Und ich sage, ja, ich versuche das mal ein Jahr. Und wir sind jetzt acht Jahre weiter. Ja. Und es macht dir anscheinend auch immer noch große Freude, ne? Ja, ich habe mich eigentlich angewöhnt, wo ich 47 geworden bin. Die zweite Hälfte meines Lebens mache ich nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Da muss ich gleich nochmal drauf eingehen. Und das macht mir Spaß. Wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, dann würde ich es nicht mehr machen. Du fängst ja jetzt, also wir gerade sind bei Sachen, die dir Spaß machen und du bist bei Sky so glücklich, ist alles so super, dann hast du jetzt wieder was gesucht, sage ich jetzt mal, wo man durchaus auch sagen kann, vielleicht ist es auch meine Brille, weil ich einfach deutlich unsportlicher bin, aber jetzt machst du einen Ironman, also wirklich, wo man so denkt, das ist somit das Härteste, was man machen kann, sportlich. Ja. Wo kommt die Motivation dafür und wie blickst du jetzt auf diese nächsten 6 Monate, also es findet im Sommer, findet diese Challenge Rot statt, über die Ironman-Distanz, wie gehst du das jetzt so an? Es gab einen Ironman hier in Maastricht und den habe ich mich natürlich angeguckt am Sonntagmorgen, 7 Uhr, Startschuss, Kanone, puff, und dann springen da 2000 Mann im Fluss, der Maas, und schwimmen dann 3,8 Kilometer, kommen am Land, klettern auf dem Fahrrad, du sagst das so, als irgendwo das hier durch die Gegend, 180 Kilometer durch Belgien und Holland, kommen dann zurück in die Stadt und machen dann auch 4 Runden, 10 Kilometer. Die ganze Stadt ist begeistert, aber ich sehe nur Leute, die top trainiert sind, top fokussiert sind, die das Maximale aus sich selber holen, aber das nicht machen für Vater, Mutter oder Tochter, sondern für sich selber. Und ich habe 18 Jahre gelebt in einem Sport, wo ich auch mit anderen zusammen was machen muss. Aber Fußball ist ein individueller Teamsport. Ich muss selber sorgen für mich selber, dass ich top bin, dann kann meine Mannschaft da am besten von mit profitieren. Und ich musste mich auch selber immer pushen. Also ist es nicht so schwierig, um mich für dieses Ding zu pushen. Mein Körper fragt um Bewegung, fragt immer wieder um
Ja, um fit zu sein. Und ich will auch fit sein, weil ich weiß, wenn ich bei Sky stehe, in meinem Anzug, dann will ich da nicht jemanden sehen mit einem Doppelkinn und einem dicken Bauch, der Leute erklärt, ja, wie Fußball funktioniert. Mhm. Sondern da muss ein fitter Mensch sein, der Sportlichkeit ausstrahlt. Und wo die Leute sagen, weil er selber auch fit aussieht, ich glaube den Typ. Und ich finde es gut, wenn ich da stehe und fit bin, der Körper ist fit, dann denke ich hier schnell und kann auch schnell Entscheidungen treffen. Es hat angefangen dann selber mal zu radeln, also die 180 zu radeln in dem Relay-Team. Mhm. Meine Frau hat dann den Marathon gelaufen, ich habe die 180 geradelt und ein Freund von mir, der mir jetzt Schwimmunterricht gibt, hat geschwommen. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich muss das doch auch mal selber machen. Und habe letzten Sommer 2019 ein halber Ironman gemacht in Luxemburg. Und das ging eigentlich so locker, dass ich gedacht habe, wenn man ein halbe kann, dann kann man auch ein ganzer. Mhm. Und das werden wir dann sehen. Ja, hast du jetzt, also wie bereitest du dich denn jetzt vor? Hast du jetzt einen speziellen Ernährungsplan? Wie oft trainierst du jetzt in der Woche? Also wie viel wirst du jetzt auch dafür tun, sage ich mal, rein vom Trainingsumfang her und von der Lebensweise? Ja, ich habe gestern angefangen mit meinem ersten Schwimmtraining für dieses Jahr. Ich habe bis jetzt auch eine herrliche Skiwoche gehabt, gut gegessen, guter Wein getrunken, ab und zu mal ein Bier, auch mal eins zu viel. Und ab Montag war Schluss. Und ab jetzt ist es Training, Training, Training. Fängt an mit 12, 13 Stunden die Woche und wird dann gehen Richtung 25 Stunden die Woche Training. Und 5. Januar, 5. Juli. Wir drücken dir auf jeden Fall. Da ist nicht viel Zeit zwischen. Also werde ich das Beste geben, was in mir steckt. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und die Zeit ist mir nicht wichtig. Okay. Für mich ist wichtig, dass ich gut ins Ziel komme und vor allen Dingen, dass die Veranstalter, wenn ich ins Ziel bin, mich ein richtig frisches, kaltes Bier geben. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Sky wird das auch begleiten. Unter dem Titel, glaube ich, Erik sieht rot, werden die immer wieder mit der Kamera vorbeischauen. Wir werden uns auch gespannt anschauen und drücken dir auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal alle Daumen dafür. Und lass mich noch zum Abschluss noch eine Frage. Du wirst es wahrscheinlich verneinen, glaube ich, aber du hast mal in einem Interview gesagt, du würdest alles für deinen Heimatverein tun. Und jetzt ist es so, dass der SV Meersen im Abstiegskampf steckt, in der 5. Liga in Holland, in der Hofklasse B. Ja. Und am 19.01. ein Spiel hat gegen Ambacht, um an den Konkurrenten Meers Boys und Wichen zum Beispiel noch vorbeizukommen. Was wäre denn jetzt, wenn die sagen würden, Erik, ein Spiel, kannst du uns helfen, würdest du das machen oder nicht? Nein, weil ich habe ein anderes Ziel und das heißt rot. Okay. Ich steige erstmal nicht in die Fußballschuhe. Tja, also dann muss Meersen selber sorgen, dass sie das schaffen. Und ich habe die Überzeugung, dass sie das schaffen. Gehst du noch manchmal gucken bei Meersen? Nein, muss ich gestehen, dass ich schon längere Zeit nicht mehr da gewesen bin. Ich würde lügen und das mache ich nicht gerne. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für das Interview. Ich bedanke mich sehr für die Zeit und für das Gespräch, dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast. Und ja, das war's mit dem Interview. Ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht da draußen. Mir hat es wirklich, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht mit dem Erik Meier. Und ja, bis zum nächsten Mal.